So, weiter geht's heute mit einem weiteren Tag im Büro. Wir haben ja gesagt, wir setzen heute nochmal einen Kellern an. Und zwar mit nochmal eine Verbrecherbegleitung, würde ich sagen. Das, was wir in der letzten Folge auch schon gemacht haben. Wenn ich das darf. Und das Ding nicht hier anmachen, die ganze Zeit zu flackern, weil das mich gerade ziemlich nervt. Ja, und eigentlich hatte ich ja vor, das werde ich mir nur noch bis circa Ende des Monats machen. So circa 2 Wochen jetzt, darf ich mir nicht durch die Tür gehen. Boah, Alter. Ja, aber das Hogwarts Legacy kommt tatsächlich ja später raus. Leider, leider. Mal schauen, aber es vielleicht dann. So, leider erst am 5.5., also sprich in einigen Wochen. Eigentlich war es so der geplant, dass wir sagen, wir machen es im 4.4. Habe ich jetzt hier rüber? Komm, wir machen das einfach mal. Wir setzen uns einfach hier vor. Müsst ihr jetzt ebenfalls auf die Ampel. Bis die Ampel grün ist. So, gut. Oh nein. Nein, super. Das war jetzt eigentlich nicht der Plan an der Sache. Wir haben einen Unfall. Hallo. So, Fahrzeug gefahren. Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Ich glaube, diese Person ist betrunken. Nüchtern fährt kein Mensch so. Mal schauen. Ich hätte gerne Ihren Ausweis und, wenn möglich, die Fahrzeugversicherung, bitte. Natürlich, Officer, bitteschön. So, du hast sogar noch 4 Monate. Alkohol? Oh. Arbeiten Sie bitte mit mir zusammen, während ich eine Probe nehme, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. Nö. Bitte lassen Sie mich eine Probe nehmen, um zu sehen, ob Sie unter dem Einfluss von Drogen stehen. Auch nicht. Kein Alkohol, keine Drogen. Zumindest nichts am Steuer. Gut. Warten wir erstmal ab, was jetzt hier rauskommt. Was hast denn du gesehen? Können Sie beschreiben, was Sie gesehen haben? Ich hatte das Auto nicht ganz unter Kontrolle. Schau mal, bist du. So. Du siehst aber auch schon so aus, als hättest In du irgendwas Ordnung. Drin. Ich werde nur mal schauen, ob sie unter Alkoholeinfluss stehen. Und zwar sowas von. Da hast du nämlich recht. Ich muss nur testen, ob sie unter dem Einfluss illegaler Substanzen stehen. Aber ich habe sich keinen Kollegen ins Berufen. THC und Amphetamin. Also der hat auf jeden Fall mehr als Dreck am Stecken. Betäubungsmittel auf jeden Fall erstmal natürlich. Am Steuer Alkohol. Sie sind betrunken gefahren. Sie sind daher verhaftet. Bitte kooperieren Sie. Nein, bitte nicht, Officer. Bevor ich dich jetzt in das Auto setze. Durchsuchen. Ich werde mit der Durchsuchung fortfahren. Bitte kooperieren Sie. Ihr kriegt jetzt einen Bericht noch und dann wird er definitiv erstmal ins Auto gebunkert. Den werden wir dann auch mitnehmen, den Kollegen hier. Stöckelschuh? Marihuana? Ja, Marihuana, gut, der darf ja 28 Gramm mitnehmen. Aber ein Stöckelschuh, der macht mir gerade ein bisschen Sorgen. Der ist bestimmt, war bestimmt mit seiner Geliebten oder so. Ich hätte gerne Ihren Führerschein und, wenn möglich, die Fahrzeugversicherung, bitte. Okay, Officer. Bitteschön. So. Okay. Quautimoc Adams heißt der Typ. Du hast doch nicht mal eine fehlende Dings. Du hast doch nicht mal eine fehlende Versicherung. Du hast eine Versicherung, die gar nicht mal dabei ist. Verschuldbestrafen auf jeden Fall. Fahrer, kein Versicherungsschutz.
und damit kriegst du noch einen drauf. Hier ist dein Strafzettel wegen Fehlens einer gültigen Versicherung. Sie vermiesen mir den Tag. Und du bist auf dem Auto gefahren. So, gut, machen wir erstmal Fotos, würde ich sagen. Bericht ist natürlich erstmal ausführlich. Hier, bitte, Officer. Gut. Haben wir noch irgendwas, was jetzt... Nee, schauen wir nicht. Okay, das haben wir... Gut, da haben wir schon mal alles gemacht. Ah, was könnten wir noch machen? Auf jeden Fall mit deinem Auto abschleppen. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position? Natürlich, er wird in Kürze bei Ihnen sein. So. Okay, hier ist Ihr Unfallbericht. Danke, Officer. So, den kriegst du auf jeden Fall auch noch. So, wo ist denn der Typ hier hin? Ach, hier ist er. Hingegangen. Gefangenentransport. Bitte beruhigen Sie sich, damit wir zur Polizeidienststelle gehen. So, der geht jetzt mal auf jeden Fall in den. So, du gehst erstmal rein, weil du wirst. Passen Sie bitte auf Ihren Kopf auf. So, weg damit. So, okay, laufen lassen. Sie dürfen fahren. Schönen Tag noch und fahren Sie vorsichtig. Ach so, warte mal. Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Schick bitte den Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort. So. Ein Abschleppwagen wird so schnell wie möglich bei Ihnen eintreffen. So, habe ich hier? Ne, passt perfekt. Also keine Verletzten. Dementsprechend wird jetzt die Unfallstelle noch geräumt. Ich hoffe, dass der Abschlepp jetzt ziemlich zeitnah kommt. So, ich hoffe, dass ich jetzt alles habe. Und wir bringen jetzt unseren Kollegen mal hier zur Wache. Die ist ja direkt hier vorne, ne? Oder ist das richtig? Ja, doch, klar, natürlich. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen, kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen kompetenten und unabhängigen Rechtsbeistand, den Sie selbst wählen. Sollten Sie sich dann leisten können, stellt Ihnen das Gericht und Rechtsbeistand zur Verfügung. Haben Sie Ihre Rechte verstanden? So, das fand ich jetzt nicht das Beste, aber egal. So, den Kollegen mal hier. Kann ich ihn nicht rausnehmen? Ach, der sitzt auf der anderen Seite. Ernsthaft? Okay. Nehmen wir die Fahrt zum Revier. Wir bringen sie jetzt in die Zelle. So. Fahren wir dich mal kurz. Buchten wir dich mal ein. Moin, ich habe hier wieder so einen Schwerverbrecher, der sich nicht benehmen konnte. Haben wir nicht da? Ne, wir haben keinen. Wir haben schon noch einen, ne? Komm, hier schön in die Ecke. Okay, Zeit für Sie in die Zelle zu gehen. Da schwebt noch eine Tasse Kaffee dabei. So muss das sein. Und tschüss. Der ist schon mal weg. Und dann nehmen wir noch, versuchen wir noch mal einen mitzunehmen. So, gucken wir mal, ob wir noch irgendeinen haben. Warte mal. Der ist wahrscheinlich immer noch nicht. Ist der noch nicht geräumt? Da ist ja keiner Flipper da.
kann ja mal schnell das Fahrzeug durchsuchen, weil ich hatte ja noch mehr am Dreck am Stecken. Servietten. Ich hab den Typen ja schon weg, das ist es halt. Wundert mich, dass er. Oh, der hat ein Springmesser, den hätte man auch mit dem Waffenbesitz dran kriegen können. Ah ja, jetzt sitzt er jetzt wieder im Knast. Und Bursche. Also den hätte man auch definitiv mit noch mehr dran kriegen können. Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ein Abschleppwagen wird in Kürze bei Ihnen eintreffen, Officer. So. Jetzt hoffe ich, dass der irgendwann gleich kommt. Wenn er mich das nicht tut, aber okay. Was ist das denn überhaupt? So, fahren wir mal vorbei wieder. Und machen wir weiter. Zur Frage kriegen wir noch zwei. Ich kümmere mich jetzt. Pausen auf den Bahn. Nächstes Fahrzeug. Fahrer. Ich habe Sie angehalten, weil Sie Ihren Blinker nicht korrekt gesetzt haben. Wie können Sie das gesehen haben, wenn Sie doch auf der anderen Seite waren? So, machen wir mal. Würden Sie mir bitte Ihren Führerschein und den Fahrzeugschein zeigen? Ich befürchte, okay, wir müssen ihn auch wahrscheinlich wieder dann einbuchen. So, gucken wir mal. 7.2.22, der hat keinen Versicherungsschutz. So, fahren. Fahrer. Du kriegst auf jeden Fall erstmal einen drauf. Das gibt einen Strafzettel wegen des fehlenden Versicherungsschutzes. Ich dachte nicht, dass das so teuer wird. Tja. So, machen wir mal Fahrzeug aus. Verlassen Sie bitte Ihr Fahrzeug und kommen Sie auf den Bürgersteig. Also. Test auf Alkohol. Okay, wir schauen nur nach, ob Sie unter Alkoholeinfluss stehen. Nö. Alkohol zumindest mal nicht am Start, aber ein Drogen. Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob Sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Ja, ist er. So, Handschellen anlegen, Betäubungsmittel, er ist unter Drogen gefahren. Ich muss Sie wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln festnehmen. Bitte kooperieren Sie und gehen Sie auf den Bürgersteig. Was? Ja. So, da kriegst du noch eine Durchsuchung. Hinterher. Ich muss Sie durchsuchen, um festzustellen... Fahren darf er ja sowieso nicht mehr. Ja, aber er geht definitiv in den Knast. Und damit haben wir unsere zweite Person. Den kriegen wir nämlich auch noch mit. Er hat nichts dabei. So, ich werde Sie zum Polizeifahrzeug begleiten. Dich nehmen wir auf jeden Fall mal mit. So, alles klar, bleiben Sie ruhig. Ich begleite Sie nun in das Fahrzeug. So, der ist auf jeden Fall mal weg. Dann kann ich jetzt das Auto nämlich durchsuchen. Und das wäre sogar gerechtfertigt. Und damit verdienen wir auch eine Menge RP. Muss ich sagen, mit diesen Einsätzen. Lagekipse, Würfel, gut, das ist so dramatisches. Der achtet jetzt ein bisschen auf so ein Äußeres. Das würde auch das Make-up zum Beispiel erklären. Beifahrertür ist nichts gefunden worden. Gucken, was an der Fahrertür noch ist. Wir sind jetzt gleich durch mit der Schicht. Gar nichts. Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Schick bitte den Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort. Ein Abschlepper wurde bereits an Ihrem Standort geschickt. Das war jetzt kein Abschlepper. Wir bringen Sie jetzt in die Zelle.
So, eigentlich wollte ich jetzt eigentlich kurz auf die Kamera wieder rein. Kopf, da drin ist er. Achtung, also Kopf. Ihre Schicht ist um. Ja, ich weiß. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen, kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen kompetenten und unabhängigen Rechtsbeistand, den Sie selbst wählen. Sollten Sie sich keinen leisten können, schlägt Ihnen das Gericht einen Rechtsbeistand. Haben Sie Ihre Rechte verstanden? Nimm mal deine Kamera weg! Stehst du mir scheiße! Aber ich passe da durch. Es ist Zeit, sie in die Zelle zu bringen. Kannst du deinem Kollegen da jetzt gehen? Komm mit. Müsste sogar das gleiche Revier sein. Das macht jetzt Laune. So. Oh krass, ey. Das Display geht hier bis hier durch mit dem. Man weiß ja nicht, der komische Asiate drin, genau. Hier ist noch einer drin. Hier geht's rein. Bitte bleiben Sie ruhig und kooperieren Sie. Kleiner Drogenman. Und das nur, weil du nicht geblinkt hast. So, wir sind durch für heute, liebe Leute. Und hier blinkt gerade alles, weil wir noch mit Blaulicht da draußen stehen. Ist ja lustig. So, machen wir mal eine für heute. Komm. Platz da. So, dann haben wir's. Wir verdienen wieder 500 Erfahrungspunkte für unseren. Oh ja, richtig Kohle verdient. Eine Brieftaschendiebe haben wir freigeschaltet und Baytown. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter an Baytown.